Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dark Souls. Ja, wir haben gerade die drei Bosse besiegt. Mit Leichtigkeit. Oh, da muss ich ja wirklich schnell. Nein! Ja, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. So, hier ist schon ein Zeichen, oder was? Rufsymbol. Ja, jetzt noch nicht, ne? Zuerst werden unsere Seelen ausgegeben. Und wo machen wir das natürlich? In Majula. Dann holen wir von mir aus, oder höchstwahrscheinlich, Hilfe wieder. Aber vorher schauen wir auch, ob der eine Typ da ein paar Zauber zu verkaufen hat, ne? Ah ne, vorher unser Schwert reparieren. So, Waffe, Rüstung. Ja, irgendwie werden die bei mir ziemlich schnell kaputt, ne? So, Zauberstab. Ja, große Titanscherbe fehlt jetzt, ne? I'll be around, if you make it back. Ja. So, wo ist mein Schwert? Das war es, glaube ich. So, bevor wir aber jetzt noch irgendwie Zauber kaufen, würde ich sagen, wir schauen zu der blöden Katze. Die hat nämlich sicher ein paar Ringe für uns, ne? Wo ist, bist du, du Mumumumuschi? Ja. So, was für Ringe hast du? TP? Von Feinden leicht entdeckt werden, okay. Macht Stimme. Ja, der wäre natürlich auch cool, ne? Aber. Nein, nicht mit uns. Das heißt, wir gehen jetzt. Wo ist er? Wo ist nochmal schnell der alte Mann? Na, ah, da sitzt er. Da sitzt er. Hallo. Your visit is welcome. Ja. Pyromantieflamme verstärken? Nö, oder? Ja, den habe ich ja schon. Erhöht magische Abwehr. Ja, wäre natürlich auch ziemlich kurz. Besitz einer, Besitz null. Was ist das eigentlich? Senkt die benötigte Intelligenz eines Zaubers um 1 WTF? Okay. Oh, ich habe schon alles bei ihm gekauft, ne? One day my teachings will... Ja. Schauen wir nochmal zu der Wundertante. Ob die ein paar Wunder haben, dann noch zu der alten Frau und ansonsten pfeffe ich die ganzen Seelen in unseren Hauptcharakter. Mal schauen, vielleicht ein neues Schild, etwas Stärke, vielleicht für eine bessere Waffe. Wir werden sehen. So. Oh, hallo, this and shallow. Ja, Gegenstand. Hab ich. Erhöht Willen. Brauche ich nicht. Heilen. Heilung, Auffrischung. Richtiges Leben. Nee, da brauche ich so viel Wunder. Wucht wäre interessant. Und der Blitzspeer würde mir natürlich auch sehr gefallen. Aber. No need for miracles. Nein. Ja, Wunder brauche ich natürlich dann etwas mehr. Der Blitzspeer, der würde mir schon gefallen als Magier, ne? Also ihr dürft mir gerne sagen, wenn ich vielleicht irgendwie skillen soll oder vielleicht Verbesserungsvorschläge. Ich weiß es nicht, ich hau ja das meiste eigentlich in unseren Charakter, ne? Pates Rüstung. Naja. Hat sie da unendlich, oder was? Ja, die hat da unendlich solche Steine. Läuft bei dir, ohne Witz. Wunder heilen. Thank you. Ja, eine Oma. Thank you. Is that a shop here to see light? However. Ja, mit der Flakonscherbe.
Hey, das sieht ja cool aus da drüben. Ist auch ein Wunder, ne? Okay, aufsteigen. Ja, jetzt wird's interessant. Ich habe einen Arsch voll Seelen. Willen. Nee, ich hau's vorerst. Nee, wir brechen ab. Ich hau mir mal alle meine Seelen rein. Was ich so habe. Na komm. Jawohl. Was ist das für ein Ring? Verwandlung, verschmelzt mit der Umgebung. Cool. Ich hab nicht mehr Seelen? Ja, was... Soll wohl so sein. Bearer, sie lässt. Ja, ja. So. Sauber. 6 Slots wären natürlich gut. Und 11 Wille. Ja, ob die Wille jetzt so gut waren, das weiß ich nicht. Wir werden sehen. Sauber Einstimmung. Okay, was haben wir hier? Was ist da? Stille. Ein Zauber der heimlichen Aktivität vereinfacht. Verringert alle von Wirkung verursachten Geräusche. Okay. Was ist das? Sehnsucht. Er schafft eine warme. Okay, das ist der Köder. Da braucht man wieder 20 von den Dingen. Das ist ja wirklich heftig. So. Was ist das eigentlich? Schockwelle. Die Gegner umtötet. Ah, wie geil. So. Reisen zum Mittelpunkt der Erde. Sowas von. Und damit etwas Hilfe, dann gehen wir natürlich noch weiter. Ja, jetzt werde ich natürlich etwas auf Wille gehen. Ganz klar, ich will den Blitz, der ist ja wirklich sowas von geil. So, wo ist hier meine tapfere Seele, die mir helfen wollte? Nicht mehr da. 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 Warum nicht? Geht schon, leg dein Dings da. Ne? Hallo, Gegner? Nö. Doch. Tja. Hättest du so gedacht? Große Keule. Jawohl, ich habe eine große Keule. Und irgendwo eine geheime Tür. Ah, eine Kiste, cool. Eine Falle, oder? Nein. Priesterglocke. Wir bekommen immer so komisches Zeug hier. Pharao, ja, vielleicht ist ja hier was Gutes drinnen. Muss ich mal schauen, wenn ich so ein Teil dabei habe. So. Na komm, Klettermax. Dann müssen wir wohl oder übel alleine weiter. Sieht so aus. Sesam öffentlich. Oh. Rechts kommt nichts. Nein, nein, nein! Oh! Warst du das? Ich muss aufpassen, dass ich nicht runterfliege. Das
So, schließen die Türe. Seele. Jawohl. Dahinter Tür. Ja, das habe ich eh schon gefunden. Danke für den kleinen Hinweis. Gegenstand. Menschenbild. Jawohl. Und hoch geht's, denn da oben müsste dann auch irgendwo ein Leuchtfeuer sein, ne? Mit gezogenem Schild. Ich habe da irgendwas gesehen. Ich habe dich gesehen. Ich habe dich gesehen. Ich habe dich gesehen. Ich habe dich gesehen. Du schießt mit was, ne? Ist das so gedacht? Ich brauche viel zu viel Zauber für die, ne? So. Flügel, ja, ja. Soweit ich weiß, geht's dort lang, aber ich schaue mich noch etwas um hier, ne? Schauen wir mal nach oben, denn uns fehlt ja auch noch ein Schlüssel. Oder? Ich traue der Ruhe hier nicht. Ja, hab's ja gewusst hier. Die sind ziemlich heftig, wenn sie sich auf dich drauf fallen lassen. So. So. Okay. So schnell geht's. Oh, jetzt hat es mich erschreckt hier. Fliegt er raus. Hinterhalt. Wo? Wo ist ein Hinterhalt? Ah, das ist doch kein Hinterhalt. Ah, kein Hinterhalt für uns. Ich trau dem Rascheln hier nicht, wirklich. Ich wusste es ja, da springt noch einer. Was ist mit dir? Du leckst da rum, oder was? Nicht mit mir. Nicht mit mir, nicht mit mir, nicht mit mir. So, jetzt gehe ich hier hoch. Ah, ich wollte schon fast draufschießen, ne? Ah, stimmt sogar. Ja, für normal wollen sie dich immer verarschen hier mit scheinbarer Wand und bla bla bla. Ja, und jetzt? Ah, interessant. Irgendwie gefällt mir das hier nicht. Okay, da kann ich rüberspringen. Okay. Finsterer Knöchelring, was macht ihr wohl? Ja, wenn ich hier runterfall, dann bin ich sowas von Moos, ne? Okay, hier war ich schon mal. Ah, ich glaube, wir probieren da den Sprung rüber. Oder? Probieren wir den Sprung? Ich würde sagen, ja. Jawohl. Flammenschmetterling und Fackel. So, und jetzt wieder hier rüber. Oh, nein! Nein! Aber es waren ja nur ist gut gesagt, es waren ja nur 3000 Seelen.
Ja. Wieder menschlich machen, ne? Und hoffen, irgendwer ist da, der mir helfen will. Na? Niemand? 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 Du wirst mir sicher helfen, du siehst so cool aus, ne? Willst du mir helfen? Willst du mein Freund sein? Nein? Dann nicht. Ich hätte es dir angeboten, aber wenn du nicht willst, dann nicht. So. Den lassen wir mal grob stehen. Und gehen wieder diesen Weg. Oh, ganz vergessen. Boah, das war knapp hier. Das war knapp. So. Oh. Ja, Magier hat schon seine Vorteile, ne? Na, ist das der? Oh ja, das ist der von oben. Jawohl, haben wir ihn? Ja, sieht gut aus. Da oben war ich nämlich. Boah, das war knapp hier. Knappe Sache, knappe Sache, knappe Sache, knappe Sache. So, da ging sie nicht weiter. Und da ging sie auch nicht. Oh, meine Seelen. Soll ich es wagen? So. Jawohl. Springen klappt er doch. Okay, jetzt haben wir alles gefunden. Ja, das Zeug, das muss ich mir natürlich bei Gelegenheit mal ansehen. Aber jetzt schauen wir mal hier nach oben. Ist noch irgendwo was? Nö. Skeptiker-Gewürz. Ja, da kann ich, glaube ich, reingehen, ne? Oder bin ich... Nö. Na toll, was tue ich da unten? Ich wollte eigentlich da in die Mitte, ne? Aber eine Kiste ist hier. Tja. Dann hole ich mir die natürlich. Ich hoffe, es ist keine Falle oder so. Nein, keine Falle. Verwelktes Dämonenkraut. Tja, rein. Weitergehen tut's hier eigentlich nirgendwo. Dann gehen wir wieder rein. Und rauf geht's mit dem Lift. Ah, es sieht schon ganz schön schick aus, ne? Ich will das hier haben. Aber ich werde da nicht runterspringen wie die anderen, denn die sind dort gestorben. Manche Sachen wollen einfach nicht gefunden werden. So, da vorne geht's zum Boss. Da oben sind sicher noch ein paar so blöde Mumien. Ja, perfekt. Ja, mein Leuchtfeuer blockiert der. Ja, und jetzt? Verschlossen, der... Blockiert mein Leuchtfeuer. Na toll, na toll. Ja Leute, wie es weitergeht, vor allem mit dem nächsten Boss, seht ihr in der nächsten Episode. Also seid dabei, hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal, euer Memento Mori, ciao, ciao.